Bundeskommando. Eine große Bitte. Wir haben für die Schauspieler keine Verstärkung, kein Mikrofon. Die haben es nicht so leicht wie ich, der einfach da ins Mikrofon reinspricht. Die spielen ohne Verstärkung. Und jedes Sprechen, vor allem hinten, wenn sie hinten sprechen, haben sie keine Chance, dass sie was verstehen. Die Schauspieler versuchen, so laut wie möglich zu spielen, aber es sind Kinder. Und außer dem Ochs und außer dem Esel haben die Mädchen keinen Bass. Also bitte absolute Ruhe, weil sonst haben die umsonst einstudiert. Wir haben kein Mikrofon. Still und der Weg voller Stein. Du, Bartel, wo mögen wir jetzt unwohl sein? Was heißt eigentlich jetzt und? Jetzt und heißt jetzt. Das ist eine altertümliche Form. Gut, dann sage ich jetzt. Du, Bartel, wo mögen wir jetzt wohl sein? Ja, schau nur, da steht ein mächtiger Stern. Ich meine, ja, da zeigt es den Weg zum Herrn. Ja, ist da nicht ein Klingen und Singen so leis? Wie spät ist wohl jetzt? Jetzt und! Wie spät ist's wohl jetzt und am Himmelskreis? Ja, bist du denn von einem guten Geist und verlassen? Du schaust auf dein Handy, ein Hirn, vor 2000 Jahren hat doch kein Hirn so etwas gehabt! Ich weiß auch, wie spät es ist. Jetzt und am Himmelskreis? Da, schau hinauf, da oben liegt irgendwo! Da oben bei den Spinnen. Eine feine Uhr. Bitte 1, bitte 2, ich will mit dem Zimmer tun. Himmel, das wird eine Aufführung. Einen Nachmittag haben wir noch Zeit zu proben. Los, weiter jetzt. Jetzt und? Jetzt! Jetzt und? Leicht ist mich, als wäre da ein Wind. Ist Wind unser Stichwort, Frau Lehrerin? Kindergeizimmer. So, nein, hör doch mal, wie kommst du nur auf die Idee? Das hat sie vor 2000 Jahren auch schon mal gesagt. Bitte geht und wartet auf euer Stichwort. Hakuna Matata, Frau Lehrerin, Hakuna Matata. Mary Kim, wir verlassen die Bühne. Mein altes Herz! Siehe, ich verkünde euch große Freude. Verschwinde! Was fällt dir denn ein? Du kommst doch erst viel später ran. Später? Der Ochs hat zu mir gesagt. Der Ochs ist ein Rindvieh. Das habe ich nicht gewusst. Wieso denn ein Rindvieh, Frau Lehrerin? Weil der Erdengel erst viel später dran kommt. Ich habe doch nicht gesagt, dass er auftreten soll. Den Brief soll er geben, habe ich gesagt. Ach ja, den Brief. Was für einen Brief denn? Von der Maria. Was? Von der Maria? Ja, ja. Himmel, auch das noch! Was ist denn, Frau Lehrerin? Warum ist sie denn nicht hier? Die Maria ist anscheinend krank geworden. Sie hat dringend zum Arzt müssen. Na, Mahlzeit. Das wird eine Aufführung heuer. Eine Blamage wird das. Kein Weihnachtsspiel. Aber los, weiterhüpfen. Steht die Tür auf, kommt vor nach links. Der Weg ist zu finster, der Weg ist zu weit. Ach Gott, wie drückt sich mein Arm sehr gleich? Seit wann kann denn ein Kleid drücken? So ein Blödsinn. Das Einzige, was hier drückt, sind meine Schuhe. Die sind mir viel zu eng, Frau Lehrerin. Kann ich nicht meine Gummistiefel anziehen? Oh, oder die Pfeffer von Hand hinterher. Bergschuhe, Bergschuhe müssen es sein. Ihr seid Hirten und keine Sänger oder Kanalarbeiter. Hirten, immer nur Hirten. Als gäbe es keine anderen Leute auf der Welt als Hirten. Himmel, ihr macht mich noch los! Damals! Ich pfeife auf damals! Wir schreiben das Jahr 2013! Du heiliger Josef, das wird eine Aufführung! Wo habe ich noch meine Beruhigungstabletten? Beruhigungstabletten hat es vor 2000 Jahren auch wahrscheinlich gegeben. Ich hatte da ein Miozitran in meiner Schultasche, Frau Lehrerin. Damals haben sich die Leute auch nicht so blöd angestellt wie ihr! Damals hat es noch Naturtalente gegeben! Im Übrigen war das damals kein Rindspinn, sondern bittere Wirklichkeit! Gott, habe ich alles nur jetzt um mich herum! Komm her schon dran, Frau Lehrerin! Nein, nein! Und jetzt Schluss! Wir probieren weiter! Ah, dann! Mit längeren, damit man sieht.
Bis weiter, Gerd. Hm? Frau Lehrerin, die Lampe funktioniert nicht mehr. Entweder ist die Glühbirne ausgebrannt oder die Batterie ist leer. Was funktioniert hier eigentlich? Nichts, rein gar nichts. Maria ist krank. Die Lampe funktioniert nicht. Als nächstes kommt der Esel und beginnt zu wiehern. Sehr witzig. Ich habe gewusst, dass der Esel wieder als dumm rüberkommt. Ich habe ja gleich gesagt, du sollst eine Kauze in die Handlampe stellen und keine Taschenlampe hinein tun. Blödsinn! Offenes Feuer auf der Bühne ist verboten! Da kriegen sie mit dem Bürgermeister zu tun! Und außerdem, wie wollt ihr die Kauze anzünden? Etwa mit dem Gasfeuerzeug? Bis morgen besorgt ihr euch eine richtige Taschenlampe. Eine, die unter allen Umständen brennt. Verstanden? Neue Schuhe, neue Lampe, ein neuer Text. Könnte auch nicht schaden. Wem sagst du das? Ich höre, es gibt einen neuen Text. Ist da etwas weniger Hirn und mehr Josef drin? Ich meine, wenn man es genau betrachtet, sind doch die Hirten sowieso viel unwichtiger als der Josef. Und doch haben sie die größeren Rollen. Das muss umgeschrieben werden. Seit Jahrhunderten sind die Schafe und die Hirten die Hauptrolle. Moment, wir haben kein Schaf. Will jemand das Schaf spielen? Seht ihr, Schaf sein zieht. Vergiss es, Josef! Sieh ab! Lern den alten Text gut! Das wäre mir wichtiger als die ständigen Nörgeleien. Aua! Hau ab, du Depp! Frau Lehrerin, die Melissa hat mir den Flügel abgebrochen. Ja, weil du mir den Heiligenschein zerfetzt hast, du Arsch. Was fällt euch denn ein, hä? Sind wir auf der Bühne und probieren ein Weihnachtsspiel oder sind wir im Judo-Club? Die Engelgewänder wären ja fast wie beim Judo-Club. Nur das Gestänge da hinten erinnert mich an eine Hühnerfarm. Die Melissa hat gesagt, sie glaubt nicht an Engel und Engel gibt es gar nicht und hat es sie nie gegeben. Himmel! Ihr macht mir doch nass! Das ganze Jahr war euch die Bibel egal und jetzt hat Herr und Frau Schülerinteresse. Sehr witzig. Also gibt es jetzt Engel oder gibt es sie nicht? Geschweige denn, wie sie aussehen. Weiße Gewänder, Flügel und Heiligenschein. Natürlich gibt es sie aus. Punktum. Schluss. In der Bibel steht, dass es sie gibt. Jawohl. Und jetzt? Aber die Fräulein Barmer hat gemeint, das wäre nur symbolisch gemeint mit den Engeln und so. Was die Frau Lehrerin Barmer meint, ist jetzt egal. Ihr seid Engel und damit basta. Und du und jetzt deine Flügel an. Und du suchst dir einen anderen Heiligenschein. Hinten in der Kiste müsste noch ein paar liegen. Frau Lehrerin! Du da oben! Was fällt dir denn ein? Mir reicht, wenn diese Kletterer an der Sportklasse überall oben hängen wie die Affen! Wirst du wohl herunterkommen? Ich bin froh, wenn mir dieses wackelige Albi aufhören noch durchhält. Hallo, Ochs und Esel, zur Krippe, die heilige Familie her! Also, wenn das bei der Affenrasse gut auf Bei mir klemmt wieder einmal der Reißverschluss. Immer dasselbe. Letztes Jahr war es genauso. Und das Horn ist auch total verbogen. Da sieht man doch gleich, dass es als Wackel. Das Horn wird repariert. Lege es nach der Probe auf das Pult. Ich mach das dann gleich. Übrigens, warum muss ich jedes Jahr den Ochsen spielen? Der Ochs hängt mir schon zum Hals heraus. Der heilige Josef müsste schon längst für mich sein. Du kannst auch den Esel spielen, wenn du meinst. Oh nein, da bleibe ich lieber der Ochs. Aber wo ist denn der Esel? Bitte schön, da bin ich. Ich soll dann doch ein Schaf spielen. Ich bin mit meiner Rolle ganz zufrieden und tausche nicht mit den Ochsen. Also die Lehrerin Hakrigana hat mit der Rippe nicht besonders geglänzt. Das hätte gescheiter der Lehrer Mauro gemacht. Was ist denn das? Ein Löwe! Verschwinde! Was fällt dir denn ein? Bis morgen besorgst du dir ein richtiges Kind, verstanden? Ich habe ja gleich gesagt, in unserem Jahrhundert müsste man die Weihnachtsgeschichte spielen lassen. In einer Fabrik oder neben der Autobahn oder in der Area 47. Genau, als riesiges Event. Und als Mitternachtseinlage springen die heiligen drei Könige über die Schanze und die Engel rauschen mit der Flying Fox zum Christkind. Und sie schmeißt eine geile Schaumparty. Yeah! Seven! Genau, als riesiges Event. Und als Mitternachtseinlage springen die heiligen drei Könige über die Schanze und die Engel rauschen mit der Flying Fox zum Christkind. Und sie schmeißt eine geile Schaumparty.
Christina oder die Alp, das war früher so ziemlich das Gleiche. So, das ist best, aber neu. Ha, bäuerliche Lebenskreise. Und für die Industriearbeiter in unseren Städten und für die Migranten ist Jesus wohl nie geboren worden, oder was? Du heiliger Josef, wollt ihr jetzt zu philosophieren anfangen? Sag mir lieber, wo die Maria bleibt. Jetzt hat sie es erwischt. Aber nicht aus jetzt. Die war schon hier, aber ist jetzt kurz zum Arzt. Ach ja, richtig. Die hat ja Halsschmerzen bekommen. Wie soll das nur gut ausgehen? Und wenn es schlecht ausgeht, glauben Sie, die Leute merken es überhaupt? Das fällt doch niemanden auf, so gut wie wir spielen. Los, Engel, fang an, das Gloria! Schlimm.
Ich muss morgen noch Kugeln und Tabletten nehmen. Dann geht es schon, denke ich. Wie laufen die Proben? Entsetzlich, Leute. Es geht drunter und drüber. Aber was ist mit dir? Wirst du morgen spielen können? Ich muss mich spielen. Ich muss einfach. Was sagt denn der Arzt? Er hat mich mit Antibiotika vollgepumpt, nachdem ich überzählt hatte, dass ich eine enorm richtige Rolle zu spielen hatte. Los, du Esel, lass die Maria an ihren Platz und putz dir deine Hufen anders. Engel, Engel, zur Aufstellung, wie wir es probiert haben, zur Schlussgruppe. Weihnachtsstück 2013. Wie das Stück am folgenden Abend gelaufen ist, können Sie sich, werte Publikum, vielleicht im nächsten Jahr überzeugen. Bis dahin, frohe Weihnachten! Bravo! Bernadette Jonak, Victoria Trenka. Okay. Es ist der Özdürk und Jaren Täfer. Merzengel, Aurel Plattner. Maria Johanna Zangerle. Last but not least, die Lehrerin Lena Neurohrer. Die Kostüme wurden von Heidi Nick fertiggestellt. Der Techniker war Olcan Acikert. Und wir bedanken uns noch unserem Lehrer, Herr Lehrer Jürgen Kirchner.